Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Sunny Gaming und heute spielen wir mal. Als Busfahrer. Ich habe ja ewig lange nicht mehr den Bus gefahren und ja, es wird demnächst natürlich auch wieder im Emergency Hamburg LKW geben. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal ein bisschen hier Bus fahren. So. Rausfahren. Und weiter geht's. Also schreibt mal gerne in den Kommentaren, wie es euch so geht. Mir geht's im Moment besonders gut tatsächlich. Was ich auch noch zu verkünden habe, ist, dass am 24.03. ein neues Projekt bei mir auf dem Kanal geben wird. Das heißt nämlich The Sword. Ist ein Projekt von Lady Snoopy. Vielleicht kennen den die ein oder anderen Leute von der YouTuber-Insel. Der macht nämlich ein Projekt, so ähnlich wie Varo, kann man sagen. Das Projekt sollte, glaube ich, nur so 2 Wochen ungefähr gehen. Und da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Und freue mich natürlich auch darauf. Fährt der jetzt mal oder bleibt der hier stehen? Genau. Auf jeden Fall freue ich mich darauf. Also ihr könnt auf den 24. Genau, auf jeden Fall freuen, dass da ein neues Projekt beginnt. Das Projekt sollte eigentlich ursprünglich tatsächlich schon um 18. kommen. Aber ist tatsächlich wegen Problemen bei Lysinki nicht gekommen. Also Probleme, er hatte sein YouTube-Account wurde halt gesperrt wegen Minderjährigkeit, weil Leute irgendwie den reportet haben. Genau. Und da haben sie erstmal geguckt, dass sie den Account halt wieder bekommen. Und deswegen konnte das Projekt noch nicht stattfinden. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir könnten eigentlich direkt da unten hin. Dann fahren wir. Ja. Genau. Mich hier rum. Ah, das ist ja weg. Muss ich nicht ganz verstehen, aber okay. So, dann fahren wir nämlich eben kurz mal nach hier rechts, um zu tanken. Und dann können wir hier nämlich wieder links. So. Unsere Kurve. 19 Liter. Ist jetzt eigentlich noch viel, aber lieber trotzdem mal tanken. So. Ich lasse jetzt Motor einfach an. Ist ja nicht so schlimm. Lustig, dass man auch hier an der Seite sogar reingehen kann. Ne? Man kann hier überall fast rein. Kann man hier, ja, hier kann man auch noch rein. Okay. Nee, ich bin kein Passagier. Ah. Jetzt kann ich nämlich nach hier links wieder. Und weiter geht's. So. Was auch noch kommen wird, ist ist ein bisschen mehr Minecraft. Allgemein. Was ist jetzt? Ja, gerade. Nicht so lange. Egal. Genau. Also öfters Minecraft. Minecraft Terrarium will ich ja öfters spielen. Ja. Oh. Hier fährt irgendwo der Zug. Ah, ja. So. Muss ich hier irgendwie nach links? Steht auch mitten auf der Straße. So. Oh. Hast du zu schnell gefahren? Da jetzt wieder links. Hier Licht an. So. Gut, nochmal links. Und jetzt bin ich wieder da. So.
drehen wir hier mal kurz. Wann hat ein Bus eigentlich wie heißt es? Rückfahrtsound? Ach, keine Ahnung. Hier. Ich höre auf jeden Fall irgendwie Martinson, aber hier ist niemand. Egal. Ah, jetzt. Yeah. Okay, ich lasse mal jetzt zur Seite kommen. So. Ist hier eigentlich schon wieder los? Was ist hier schon wieder in Hornburg los? Leute, schreibt doch mal in den Kommentaren, wo wollt ihr später mal hinziehen? Also ich will später, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, nach Hamburg ziehen. Ja. Genau. Schreibt doch gerne mal in den Kommentaren, was ihr so für eine Ausbildung machen wollt oder was ihr schon gemacht habt. Ja, bestimmt viele, die auch schon fertig damit sind, sag ich mal. Genau. So. 70 dürfen wir fahren. Nice. Ich war trotzdem immer schneller, aber das muss ja keiner wissen, ne? Und bitte verrat's auch keinen. Das wäre nice. Kannst du bitte auf deine Spur fahren? Das ist hier nicht England, Polizist. Meine Güte. Es gibt halt echt so Leute, die denken, dass man hier auf die linke Spur fahren muss. Aber das ist nicht so. Wahrscheinlich wissen viele nicht, dass das hier deutsch ist. Aber ist ja auch egal. Aber eigentlich müsste man das wissen, weil die Schilder halt rechts auf der Seite sind und nicht links. Wobei, eigentlich sind die ja auch beiden Seiten. Ach, egal. Leute, vergisst, was ich da gesagt habe. Ihr habt ja vielleicht die letzte Folge gesehen mit dem Bus-Simulator. Da bin ich ein bisschen ausgerastet, weil man dort den Bus halt überhaupt nicht fahren kann. Ne? Also das Spiel hat nur geleckt. Und das hat dann null Bock gemacht. Muss ich einfach zugeben. Deswegen. Habe ich dann, wie gesagt, irgendwann auch aufgehört, das Spiel zu spielen. Da ist das 21 Uhr sogar. Genau. So. Es wäre natürlich geiler und realistischer, wenn auch wirklich Menschen einsteigen würden hier in den Bus. Aber in Roblox ist das halt alles nicht so ganz einfach, wie man sich das denkt, Leute, ne? Das ist wirklich so. Also, es ist ziemlich schwer, sowas zu machen. Genau. Wird das jetzt hier noch was, oder? Ah, danke. Bäh. Die Ampel ist gerade auf grün und dann wieder auf gelb. Darf ich sogar 100 fahren? Okay. So. Geht hier schnell einsteigen, danke. Muss ich jetzt hin? Einmal drehen, würde ich sagen. Jetzt komme ich hier rum. Meine Güte, das war gerade eine schwere Geburt. Darum zu kommen. Okay, weiter geht's, würde ich sagen.
So, wir müssen jetzt hier links abbiegen, glaube ich. Ja. Hier auf die linke Spur. So. Und da stehen wieder irgendwelche Einsatzfahrzeuge. Achso, das ist nur ein ADAC. Und links sind irgendwie Feuerwehrfahrzeuge. Warum ist hier... Ich sage einfach nichts, ja. Ich sag einfach gar nichts. In Hamburg ist es anscheinend normal. Ja. So. Ein bisschen hier auf dem Bordstein, aber das ist nicht normal. War ich hier nicht gerade schon? 75. XP habe ich jetzt schon bekommen. Ja. Vielleicht tue ich sogar offscreen ein bisschen weiter spielen, damit ich den neuen Bus freischalten kann und den im neuen Video dann spielen kann. Was ist hier schon wieder los? Will ich gar nicht wissen. Sogar noch maximal 95 fahren. Alles klar. 100 XP habe ich ja fast schon wieder gemacht. 800 XP brauche ich sogar, glaube ich, dafür nur. Für den neuen Bus. Weiß es aber gerade nicht ganz. Denke ich mal, dass ich so in Livestreams das mache. Also so in Livestreams Bus fahre oder sowas. Dann schreibt es gerne mal in den Kommentaren. Oder schreibt es auf dem Discord-Server. Das könntet ihr auch gerne tun. Okay, dann müssen wir jetzt hier wieder links und wieder rechts. Die Feuerwehr hat gar nichts zu tun. Ah doch, die haben ja gerade den Einsatz bestimmt. Ja, vergessen, weil hier steht nämlich auch niemand drinnen. Weil die Feuerwehr ist gerade leer anscheinend. Was ich cool finde, ist, dass in den Häusern sogar das Licht halt angeht. Ne? Abends. Das finde ich ein bisschen geil gemacht. Aber ist eigentlich relativ einfach zu machen. Wenn du weißt, wie eine Laterne, wie ein Laternenlicht automatisch angeht, dann weiß man auch, wie man hier die sowas machen kann. Ne? Also diese Laternen hier meinte ich. Wenn man da weiß, wie die automatisch angehen in der Nacht, also wie man das programmiert, dann kann man easy auch so Häuser machen. Also das ist dann halt jetzt nicht so schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann nicht so schwer. Aber ist jedermanns Sache. Also es kann natürlich schwer sein, aber normalerweise ist sowas eigentlich gar nicht schwer. Aber man hört hier nur Martins Horn. Aber egal. So, mach ich schon mal hier wieder Warnblinklicht. Zu weit gefahren. Wieder rechts rein. Okay Leute, aber ich würde sagen, das war's sogar mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Santo. Ciao, ciao.